Ja, können wir doch gleich zu Raw rüber wechseln. Ah, hier hat der Dragon Warrior noch ein Match. Den Road Dog habe ich zwar gar nicht. Den habe ich zwar erstellt, einfach mal so aus Gag, aber nicht wirklich für diese LP. Egal, Scott ist noch dabei. Das Alien habe ich auch schon weg. Match des Tages. Na, egal, erstmal. Obwohl, das Alien spiele ich nicht mehr. Also von daher, das Alien hat eh verloren. Na, egal, machen wir erstmal das Tag Team Match. Eigentlich wollte ich den Dragon Warrior aus dieser Fehde raushaben. Naja, sei es drum. Ein letztes Mal hatte ich Scorpio genommen. Nehmen wir diesmal den Dragon Warrior. Einfach so. Ach, da sind die zwei Herrschaften. Und schon liegen sie sich wieder in der Haare. Schon liegen sie sich wieder in der Haare. Oh, diesmal nehmen wir mal. Well, the match has started, King, but this team has just So, suffered du stehst auf. Dein Signature wurde gekontert. Dann kommt er halt jetzt. Nein, Kane unterbricht. AKO auf die Stahltreppe. Aua, aua, aua. Das muss wehtun. Na egal, gehen wir mal in den Ring. Ich will das Match ja so schnell wie möglich hinter mich bekommen. Los, komm rein. So, whip in. In die Ringecke. Nein, es kommt ein Kontakt. Oh, geh weg. Kriegst du halt noch einen Whip in und Clothesline, aber krachend. Und Neckbreaker, wenn er denn so heißt, wird schon passen. Und nochmal das Knie auf Wirbelsäule, das tut weh. Und Atomic Drop und das Knie auf die Kronjuwelen. Na, Konter. Nix da. Oh, das kann ich auch. Oh, Bulldog. Oh, Power Slam. Oh, 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 nicht gut. Schnell raus. Nein, ich wollte nur in den Ring. Du nicht. Oh, schnell wieder in den Ring. Ah, ich wollte jetzt eigentlich Kane eine runterhauen. Dann gibt es erstmal eine. Ah, Klaus, dann ging ein wenig daneben. Oh, Schlag auf die Rübe. Whip in. Nein. Ich weiß, was er vorhat. Gibt's nicht. Gibt's halt noch eine Clothesline auf die Fresse. Und nochmal das Knie auf den Rücken. Ich weiß gar nicht, was der Scorpio in der ersten Season eigentlich für eine Verletzung hatte. Auf jeden Fall hat er irgendwas am Kopf. Du bleibst hier. So. Aufgestanden, jetzt kriegst du erstmal den Signature. Steh auf! Steh auf, du Pfeife! Und Finisher! Und mit anschließendem Cover. Ja, war klar, dass Kane sich da jetzt einmischen tut. Aber Kane haut den Dragon Warrior in die Ringecke. Einfach ein paar Kniebeugen machen. Nein, du machst hier gar nicht so. Kopfnuss! Na, wehrt sich noch. Das passt mir. Oh, Power Slam. Ich krieg doch die Krise hier. Ey, sag mal. Das gibt's nicht. Jetzt machen die schon gemeinsame Sache. Gegen mich. Du bleibst hier. Hab ich dir doch schon ein paar Mal gesagt. Na, er muss eigentlich wechseln. Schon sehr angeschlagen.
Und nochmal eine Klose. Hoffentlich ist er nach dem Match nicht wieder verletzt. Oh, Schläge auf die Rübe. Clothesline, aber die hat gesessen. Dann gibt es noch einen Bulldog hinterher. Und Ellbogen zwischen die Schulterblätter. Ah, verdammt. Kontert der die Clothesline einfach mit einem DDT ab? Aufgabegriff, ist das nicht ein bisschen früh? Also meiner Meinung nach ist das früh. Gut, geben so wie es mag. Atomic Drop. Ah, da tritt er mir doch glatt auf die Nase. Ich hab gesagt, du bleibst hier, du bleibst im Ring, du kommst mir nicht mehr raus. Oh, Ellbogen. Rippen, nicht Rippen. Ah, der Signature ging ja voll daneben. Ist einfach drunter hergetaucht. Oh, oh. Ja, ah, verdammt, ich wollte mit der Clothesline niederschrecken. Nein, nein! Karl, dann kriegst du halt den AKO, aber ich trock kein Thema mit. Und das Cover. Na, ah, scheiße. Kommt da schon bei zwei wieder raus? Na, Ken wird jetzt erstmal nach allen Regeln der Kunst erstmal schön verhackschen. Okay, er zieht mir einfach die Füße weg. Autsch. Lass aber. Kane, ich hab dich mal vor deinem Match niedergestreckt. Und Backdrop. Und natürlich der Elbow. An die Hinterkopf-Fraktion. Und jetzt gibt es Schläge auf die vordere Fraktion des Köpfchens von Kane. Und jetzt kriegt er erstmal die ganze Wut ab. Und nochmal ein Neckbreaker. Ja, Kane hält sich auch schon verdächtig die Rübe. Kriegt er halt noch ein bisschen an auf Wirbelsäule. Hat irgendeiner eine Platzwunde? Das blutet da so im Ring. Ja, ich glaube, Kane hat eine. Oh, Jawbreaker, Chinbreaker oder was auch immer. Auf jeden Fall irgendwas Breaker. Ach, Kognos. Boah, stößt er mir einfach. Einfach weg. Hilfe! Da kriegt er halt. Oh, ich wollte Klos machen. Nein! Ach, ich war schon am Aufstehen und dann hilft er mir auch noch. Ich glaub's ja nicht. Oh, der Schlag ging ja voll daneben. Nein, lässt du das sein? Kane. Immer auf die Arme. Jetzt hilft er mir auf seine Art und Weise hoch. Und kriegst ein Belly-to-Belly ab. Oh, er kriegt jetzt auch den. Oh, meine Herren, so kontern die das alle. Dann kriegt er jetzt ab. Und Kladderadatsch. So, steh auf. Jetzt gibt's Sauerbraten. Zack. Ja, das Match müsste eigentlich gleich gelaufen sein. Zwei. Drei. Nein, Escorpio schafft es nicht mehr rechtzeitig. Und der Dragon Warrior mit McGillicuddy gewinnt das Match. Na, mal gucken, vielleicht passiert ja hier nach noch was. Nein, tut es nicht. Ja, dann können wir jetzt zum letzten Match der Raw-Ausgabe kommen. Fatal 4 Way nur noch in zwei Wochen. Das ist doch mal was. Die Freundschaft. Ja, komm, machen wir mal. So, der Road Dogg gegen Scott. Road Dogg wollte ich hier gar nicht drin haben. Wieso kommt der eigentlich hier drin vor? Ich weiß es nicht. Wenn ich es wüsste, würde ich es euch sagen. Aber ich weiß es einfach nicht. Na egal. Scott gegen den Road Dogg. Dann passt das.
Aber erstmal müssen wir die Ladezeit abwarten. Ja, die Menge, sie jubelt und jubelt und trubelt. Look over there, King. Are those brass knuckles? Oh, Schlagring. Come on, you're looking at the wrong person. Oh no, a big shot and the knuckles. Wie geil. Wie geil war das denn? Well, ach komm, direkt das Cover, vielleicht klappt's ja. Nein, natürlich nicht, das war mir auch irgendwie klar. Na gut, ihm fehlen die Strähnen am Hinterkopf, weil die Frisur, die gibt es einfach hier nicht mehr drin, ne? Na egal, wird schon passen. Ja, Schulterstoß, der voll in die Hose ging. Und dafür geht aber dieser Dropkick, der jetzt an die Birne geht, kommt voll ins Schwarze. Und nochmal ein Dropkick. Ja, der Legdrop ging daneben. Dropkick in den Rücken. Oh, noch ein Dropkick in den Rücken. Und noch ein Kick an die Fräse. Na, 450 Splash. Ja, was machst du, hä? Hä? Oh, das ist auf die... Ja, Monkey Flip. Und er rennt auf sein Hund. Er trifft. Er trifft, trifft, trifft. Whip in. Walker Runner mit anschließendem Cover. Eins. Nein, war eins. Ist schon Schluss. Ja, der Karate-Kick dafür trifft. Hatten auch schon den ein oder anderen Sieg beschert. Und in diesem Fall auch. Das gibt's doch nicht. Das ist ja hier Rekord. Rekordzeit für ein Singles-Match. Oh, es passiert sogar hier noch was. Die Rückkampftaste funktioniert nicht. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Na, vielleicht kommt ja Sanchez und... MLG, jetzt Terratox zum Ring und helfen ihm. Wer weiß, lassen wir uns mal überraschen. This isn't good, Michael. This could be very serious. We need some medical personnel out here. Oh, was ist denn hier passiert? Der Road Dog ist tot. Er ist tot. Leila kümmert sich um ihn. Na, muss ich gleich mal in den News reingucken, was da so drin steht. Ob er sich verletzt hat oder keine Ahnung was. Mal gucken, mal gucken. Auf jeden Fall gibt es News. Mal gucken, was steht denn da so alles. William Regal, Dragon Warrior. Hat sich Otunga und McGillicuddy angeschlossen? Nein, er scheint nicht wirklich verletzt zu sein.